So, wo sind wir? In Balingen. In einem Tag, Rockfestival Balingen. Nein, wir sind nicht in Backen, wir sind in Balingen. Und haben wir richtig schön aufgebaut. Nebendran gibt es Kaffee. Da hinten ist Hotel Iveco. Und hier stehen sie und schauen die Leute. Alles bestens, alles richtig gemacht. Geile Auswahl. Was wir neu haben, sind die Gehstöcke. Hier, die sind neu im Programm. Und natürlich, die Gitarren sind natürlich auch geil. Und natürlich eine riesen Auswahl an Patches und Schmuck. So, das ist ganz, ganz wichtig, das hier. Das ist ganz wichtig, das hier ist wichtig. So. Oder? So, gell? Die sagt auch, das ist wichtig, ja. Ist gut. So, jetzt gucken wir uns das Festival mal ein bisschen an hier. Schöner großer Biergarten am Stand hier. Für Speis und Trank ist gesorgt. Und wir haben es jetzt 11 Uhr mittags etwa. Die Hütte ist schon voll. Da sehen wir gerade. Die haben auch überraschenderweise eine riesen Bühne aufgebaut. Hätte ich nie gedacht. Das ist schön. Ja, für einen Tag. Für einen Tag ist das okay. Also. You mean, I mean what you say, when God we trust. Also ein geiles Festival bis jetzt, für einen Tag einen riesen Aufwand haben die Jungs gemacht. Vom Rockverein in Balingen. So, hier waren wir auch mal, aber naja, das ist eine Sache für sich, Leute. So, da können wir uns schon mal vormerken hier. Also ich bin wirklich überrascht, hätte ich nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin, weil das Festival geht ja nur einen Tag, dass sie so einen Aufwand gemacht haben, alles stimmig, asphaltierter Platz, keine Wiese, die matschig ist, Riesenbühne, gute Mischanlage hier, Catering ist da, Merchandise ist da, also alles perfekt. Ja, auch interessant hier. Und hier eine Menge Merchstände. Und auch hier von den Preisen, also relativ moderat gehalten. Gell? Das Ganze auf dem Messegelände in Balingen. Da war früher das große Festival. Das Bend Your Head, aber das gibt es ja nicht mehr. Und jetzt ist wohl die Nachfolgeveranstaltung, also wird veranstaltet von einem Rockverein hier in Balingen. Und also bisher klasse gemacht, alles, Leute sind da, die Infrastruktur stimmt, also ja, weitermachen.